Herzlich willkommen im ersten Video im Jahr 2019. Ich hoffe, du hast Silvester gut verbracht, bist gut ins neue Jahr reingekommen. Und im heutigen Video möchte ich dir gleich ein bisschen erzählen, was steht eigentlich im Jahr 2019 alles an dem Tisch. Nächstes Jahr haben wir ja die Olympischen Spiele vor uns in Tokio. Doch was steht im Jahr vorher? Ja, wie können sich die ganzen Spieler um Timo Boll, Ovtcharov und auch die Jugendspieler, ja, die Nachwuchsspieler vorbereiten? Bei welchen hochklassigen Turnieren? Wo kannst du vielleicht vorbeischauen? Bei welchen Events? Und ja, was steht eigentlich sonst so an? Ich habe hier mein Handy da, dass ich keine Termine vergesse. Und ja, wir fangen da chronologisch an, also am 1. Januar und schauen einfach, wie das Jahr 2019 endet. Heute, 1. Januar 2019, startet gleich mit einer Ankündigung, denn am 1. Januar ist die Plattform Tischtennis-Wiki rausgekommen. Die findest du auf www.tischtennis-wiki.de. Das Tischtennis-Wiki ist ja eine große Plattform oder wird eine große Plattform, und dort nicht alles finden kannst, was im Tischtennis relevant ist. Das sind zeitlose Infos wie zum Beispiel Regeln, Spielerbiografien, Trainingstipps, Materialreviews und so weiter und so fort. Da kannst du gerne mal draufschauen, www.tischtennis-wiki.de. Da kannst du auch Autor werden, findest du auch alles auf der Seite. Oder kannst du auch vorbeischauen, ist heute am 1. Januar 2019 rausgekommen. Am 5. Januar steht dann die Pokal-Endrunde an, der Herren in Ulm. Ja, kennen die wahrscheinlich alle, Final Four. Sehr, sehr cooles Turnier. Ich war da selbst schon vor Ort. Borussia Düsseldorf ist da überraschend rausgeflogen im Viertelfinale gegen die Mannschaft um Riccardo Walter, nämlich gegen Grünwettersbach. Deswegen, es wird dieses Jahr mal wieder einen anderen Sieger geben. Mal sehen, was dieses Mal wird. Kannst du mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht bist du ja selbst vor Ort. Ein Tag später, am 6. Januar, jedoch nicht in Ulm, sondern in Berlin, findet die Pokalendrunde der Damen statt. Ja, ähnliches Turnier, bloß eben für die Damen und in Berlin. Am gleichen Wochenende, vom 4. bis 6. Januar, findet auch wieder ein Tischtennis High Performance Lehrgang statt. Die High Performance Lehrgänge unterstützen dich dabei, im Tischtennis möglichst erfolgreich zu werden, geben dir wirklich die Schritte an die Hand, die Tools an die Hand, die du brauchst, um im Tischtennis maximal erfolgreich zu werden. Also einmal wird da sehr, sehr viel an der Technik gearbeitet. Da sind sehr, sehr viele Trainer vor Ort im Vergleich, weil jetzt wenig Spieler. Und dann sind noch Workshops mit dabei. Die mentale Verfassung ist für alle Sportler und gerade für Tischtennisspieler so wichtig. Aber auch Themen wie Mobilität oder Fitness, Taktik und so weiter. Das alles wird auf den Tischtennis High Performance Lehrgang besprochen. Auf www.bornwesinger.de kannst du dich eintragen. 4. bis 6. Januar findet da auch wieder ein Lehrgang statt. Dann geht es weiter im Februar. Das sind übrigens alles meine persönlichen Highlights, die ich rausgesucht habe. Das Ganze kann vielleicht nicht vollständig sein für dich. Ich habe mal einige Termine rausgekramt. Der 2. und 3. Februar steht im Rahmen des Eurotop 16. Ja, früher ist es noch Eurotop 12, da war ich mal vor Ort als kleines Kind. Mittlerweile ist es Eurotop Europe Top 16, so sagt man das. In der Schweiz findet das Ganze statt. Auch nicht so weit für uns Deutsche, so weit weg. Deswegen, wenn du da vorbeischauen willst oder vielleicht kommst du auch aus der Schweiz, aber in meinen Lehrgängen hatte ich mittlerweile auch schon Teilnehmer aus der Schweiz dabei. Vielleicht siehst du es gerade und denkst, okay, da könnte ich ja mal vorbeischauen und dir Europas Elite zuschauen oder bei Europas Elite zuschauen. Die deutsche Meisterschaft findet natürlich auch wieder statt. Dieses Jahr vom 1. bis 3. März in Wetzlar. Ja, es sind wahrscheinlich auch wieder einige Spieler dabei, die man kennt, die du kennst, vielleicht auch persönlich, ist immer ganz cool. Ich schaue mal lieber bei Spielern dazu, wo ich irgendwie einen persönlichen Bezug habe. Bei der deutschen Mannschaft kannst du es machen, sind auch immer einige Nachwuchsspieler mit dabei. Gerade bei den Damen merkt man oft, dass das Teilnehmerfeld immer jünger wird. Ja, bei den Herren spielen auch deutlich ältere noch mit, und also noch nicht ganz so leicht für den jungen Nachwuchs sich zu qualifizieren. Auch ich glaube, das Teilnehmerfeld wurde auch eingeschränkt, wenn ich mich nicht täusche, oder wird eingeschränkt. Auf jeden Fall, wenn du es besser weißt als ich, dann schreib es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall findet vom 1. bis 3. März die Deutsche Meisterschaft statt in Wetzlar, also die Deutsche Meisterschaft der Herren und Damen. Ein Monat später steht das Mega-Event an, vom 21. bis 28. April, die Tischtennis-Einzelweltmeisterschaft in Budapest. Also Einzelweltmeisterschaft heißt einmal natürlich Einzel, aber auch Doppel und Mixed findet da statt. Ist ein mega Turnier immer. Ich war selber vor Ort in Düsseldorf zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft. Ich war vor Ort bei der Weltmeisterschaft in Paris damals. Und ich weiß noch nicht ganz sicher, ob ich in Budapest vor Ort sein werde. Eventuell.
Ist auf jeden Fall Budapest sehr, sehr schöne Stadt, war ich schon vor Ort und dann noch verbunden mit einer Weltmeisterschaft, wo die ganzen Top-Spieler spielen. Harimoto, ja, vielleicht wird er sogar dieses Mal schon packen. Er hat schon einige Spieler 2018 geschlagen, super Erfolge errungen. Oder werden es wieder die Chinesen packen? Oder vielleicht sogar mal wieder ein Deutscher, ja, weit vorne, Offshore of Ball, geht da vielleicht noch was? Wird sehr, sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall. 21. bis 28. April. Gibt auch einige gute Flugverbindungen aus Deutschland. Ja, von Nürnberg weiß ich zum Beispiel aus. Fliegt der Ryanair, kannst du für einen sehr, sehr schmalen Taler nach Budapest fliegen. Vielleicht hast du ja Lust. Dann am letzten Wochenende, also von der Tischtennis-Weltmeisterschaft, 27. und 28. April, wo das ganze Finalspiel stattfinden, findet auch noch ein weiteres Event statt. Und zwar die deutsche Einzelmeisterschaft in Wiesbaden, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Und zwar der Jugend und Schüler. Ja, da treffen sich eben die Elite in Deutschland, der Schüler und Jugend. Auch ein super Turnier. Meine YouTube-Kollegen von Matchball TV werden da bestimmt wieder vor Ort sein oder irgendwie an Videomaterial kommen. Falls du nicht vor Ort sein kannst, kannst du da natürlich auch vorbeischauen. Die werden natürlich, oder bin ich mir sicher, auch einige coole Sachen 2019 machen. Und dann machen wir einen kleinen Sprung, dann endet ja auch die Saison. 21 bis 28. April ist die Weltmeisterschaft, dann ist bei meisten schon die Saison zu Ende oder vielleicht noch Relegationsspiele, aber spätestens dann im Mai ist die Tischtennis-Saison offiziell beendet. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du daraus? Gehst du in die Vorbereitung? Wirst du darauf schauen, dass du wirklich besser wärst? Wie lange machst du Pause und so weiter? Und vorhin habe ich erwähnt, im Januar haben wir einen High-Performance-Lehrgang. Die haben wir dann natürlich auch wieder im Sommer. Also während dem Spielbetrieb verzichten wir bisher auf diese High-Performance-Lehrgänge. Ja, weil wir wollen auch nicht, dass du deine Mannschaft im Stich lässt und sagst, ja, ich gehe jetzt lieber zum Lehrgang. Und ja, das wollen wir nicht, dass da irgendwelche Differenzen auftreten. Und deswegen haben wir uns bisher dafür entschieden, die High-Performance-Lehrgänge in der Winterpause zu machen oder in der Sommerpause. Wir werden dann wahrscheinlich wieder im Sommer starten, also so Mai, Juni, vielleicht auch erst im Juli. Auf jeden Fall in der Sommerpause, so vor Juli, August, vielleicht auch noch Anfang September, damit du wirklich möglichst effektiv wieder in die Saison starten kannst, möglichst erfolgreich, dass du an den richtigen Stellschrauben drehst, dass du vielleicht auch fitnessmäßig ein bisschen zulegst, dass du da die richtigen Sachen trainierst. Und ja, das ganze Trainerteam, der High Performance Lehrgänge, würde ich da gerne unterstützen. Da kannst du dich natürlich auf www.vnbesinger.de, ich packe den Link einfach mal in die Beschreibung, auch in die Warteliste eintragen. Genau, vielleicht klappt es. Wir schauen da immer darauf, dass du eben zum Teilnehmerfeld passt und so weiter. Das heißt, nicht jeder kann immer auf einmal teilnehmen. Ja, ist leider so. Aber trag dir einfach mal die Warteliste ein. Ist alles kostenlos und unverbindlich. Erstmal die Warteliste einfach eintragen und vielleicht bist du ja mit dabei. Dann vom 21. bis 30. Juni finden die European Games in Minsk in Weißrussland statt. Wenn ich mich nicht erinnere, hat die Diva Offshore mal gewonnen in Aserbaidschan, damals in Baku, und die finden dann wieder in Weißrussland statt. Ist ein Stück weg, aber wer da mit dabei sein will oder es verfolgen will, 21. bis 30. Juni. Dann findet vom 3. bis 8. September in Nantes in Frankreich, wird es ausgesprochen, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall in Frankreich, die Mannschaft-Europameisterschaft statt. Wir waren jetzt letztes Jahr zwei Teilnehmer von High-Performance-Lehrgängen und ich in Alicante bei den Einzel-Europameisterschaften in Spanien. Da findest du auch einige Videos. Wir haben uns sehr viel Spaß bei den Videos, beim Videodreh. Wir haben auch viel Arbeit, die Videos dann immer in der Nacht zu schneiden. Deswegen schau da gerne mal vorbei bei den Videos, wenn du sie noch nicht gesehen hast. Es sind einige coole Videos geworden. Vor allem, ich kann dir das Match Pletea gegen Thiago Apollonia empfehlen. Ein Wahnsinns-Match. Ja, und auf jeden Fall findet da dann auch wieder dieses Jahr eine Mannschafts-Europameisterschaft statt, also keine Einzel-, sondern eine Mannschafts-Europameisterschaft und die eben in Frankreich. Dann ein deutsches Event mit internationalen Topspielern ist dann auch wieder die German Open, oder sind die German Open, die finden wieder in Bremen statt, und zwar vom 8. bis 13. Oktober, super Event. Ich war in Magdeburg damals, es war 2017, war ich zum Beispiel dort bei den German Open. Ist sehr, sehr cool, kannst auch vorher anreisen, muss nicht immer die Finaltage sein. Gerade die jungen Spieler, die deutschen jungen Spieler, die mittlerweile aber auch Profis sind oder Halbprofis oder Ganzprofis, wie man es auslegen will,
ja, die werden da meistens ihr Glück versuchen oder einige davon. Vielleicht wirst du sie, wahrscheinlich wirst du sie nicht mehr in Finalwochenende sehen, aber es ist doch cool, die bei so einem Top-Event mal zu sehen. Deswegen schau gerne auch bei den Qualifikationstagen schon vorbei, lohnt sich, sind Top-Spiele oder auch die jungen Spieler aus anderen Ländern wie ein Christian Pletier, Truth Mordegard und so weiter. Ja, es ist super, super Niveau. Kann man auf jeden Fall vorbeischauen, gerade wenn du ja, vom Norden kommst, im Norden aus Deutschland. Dann 7. bis 10. November findet der World Team Cup statt, und zwar in Tokio. Ja, ich freue mich selbst sehr, sehr auf das Event 2020, die Olympischen Spiele. Olympische Spiele sind für mich was sehr, sehr Besonderes, nicht nur wegen dem Tischtennis, sondern eben, weil da alle Sportarten zusammenkommen. Und in Tokio eben circa ja, 7-8 Monate vor den Olympischen Spielen findet auch ein großes Event, Tischtennis-Event in Tokio statt, und zwar der World Team Cup. Ja, ist vielleicht auch eine gute Generalprobe für Spieler wie Timo Boll oder ein Dima Ovtcharov oder auch ein Patrick Franziska, Benedikt Duda, die ja alle, gerade Walter, die ja alle sehr, sehr gute Leistungen mittlerweile abrufen auf internationalem Niveau, Top-Niveau, die dann der Weltrangliste immer weiter nach oben klettern. Wahrscheinlich, ja, wenn eine gute Generalprobe, wer auch immer dann da für Deutschland starten wird. Und für mich persönlich ein sehr, sehr cooles Event, wo ich vielleicht auch dabei sein werde, weiß, persönlich würde es mich schon reizen, ist der 24. November bis 1. Dezember, ist die Jugendweltmeisterschaft in Bangkok. Wer es verfolgt hat, ich bin da öfters und genau, würde mich auf jeden Fall freuen, dort vor Ort zu sein. Deswegen, das war's mit dem Video. Ich würde mich freuen, dich vielleicht bei einem Event dieses Jahr persönlich zu treffen oder bei einem High-Performance-Lehrgang. Wo immer du mich siehst, sprich mich gerne an. Würde mich freuen, mit dir zu quatschen, ein, zwei Bilder zu machen. Danke für den ganzen Support, den ihr auch wieder 2019 bringen wird, der auch schon 2018 da war. Ich wünsche dir einen guten Start, viel Erfolg, gib Gas. Mein Name ist Boen Besinger und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.